Danke. Und? Was gibt's? Ich wollte nur sehen, was du so machst. Und ganz nebenbei mal fragen, ob ich mich schon an der Uni angemeldet habe. Wie kommst du jetzt darauf? Weil ich dich kenne. Und? Hast du? Nein, habe ich nicht. Weil ich noch keine Entscheidung getroffen habe. Wie lange willst du noch warten? Du bist bald 20 Jahre alt. Ja, aber ich bin 13 Jahre in die Schule gegangen und da brauche ich ab und zu mal ein bisschen Pause. Wozu? Zum Leben. Tust ja gerade so, als hättest du bis jetzt nicht gelebt. Doch, aber jetzt brauche ich halt ein bisschen mehr. Ich muss mich orientieren. Was du orientieren nennst, das ist für mich tröge Gammelei. Alle machen das so. Alle? Du bist nicht alle, du bist meine Tochter. Irgendwas muss dir doch gefallen. Irgendein Interesse musst du doch haben. Maria hat einen tollen Job. Was macht diese Maria? Sie ist Journalistin. Geh du vor. Machen wir Feierabend? Ich gehe noch zum Hafen. Haben wir nicht genug verdient? Ich nicht. Weißt du, dass du ganz schön geldgierig bist? Wilfried, sie trödelt doch nicht. Sie jobbt, sie guckt, sie probiert aus. Doch alles ganz normal. Und ihre Freundin ist Journalistin. Ach, ich verstehe. Was verstehst du? Na, ich weiß doch, was du von Journalisten hältst. Die sind skrupellos, machen aus einer Mücke einen Elefanten und nutzen jeden Skandal, um die Auflage ihres Blattes zu steigern. Na, stimmt doch. Ach, Wilfried, ist doch gar nicht gesagt, dass die kleine Journalistin wird, nur weil ihre Freundin das macht. Es wird wirklich Zeit, dass du dich mal mit dir selbst beschäftigst, Wilfried. Stuppe her. Ja, ich komme. Ja. Tut mir leid. Nee. Ja, wo? Männlich, circa 60 Jahre alt.
Ein Schuss in die Brust. Diverse Schritte. Zwei Hülsen lagen hier. Da und da. Zwei Hülsen, aber nur ein Einschuss. Widerlich. Hallo. Moin. Der Mann starb wahrscheinlich an einem Schuss in die Herzgegend. Nicht an den Schnitten im Gesicht. Wie lange liegt er hier? Ein paar Stunden. Haben Sie schon den Fahrzeughalter ermittelt? Ja, Dr. Steinhöfel. Ach, der berühmte Dr. Steinhöfel. Na, davon hat er jetzt nicht mehr viel. Was denn, Sie kennen den Mann? Die ganze Stadt kennt ihn. Sie sind die Ausnahme. Er war Schönheitschirurg, betrieb eine Klinik und war Liebling der Boulevardpresse. Morgen. Sie sind neu? Und? Fingerspuren noch und noch. Sehr gut. Es wird einem Zeugen gehören, der zufällig hier war, um sein Geschäft zu verrichten. Ach, dafür gibt's auch Spuren? Das war eine Frau. Wie kommen Sie darauf? Das Lebenserfahrung. Sie hat hier gehockt, den Täter beobachtet und ist weggerannt. Dem kürzesten Wege zur Straße. Wer? Die Zeugin. Sie waren größter Panik. Kein Musiker trennt sich ohne Not von seinem Instrument. Eine Kugel. Donnerwetter. Hören Sie mich. Ihr Mann wurde vorige Nacht ermordet. Frau Steinhöfel. Haben Sie uns verstanden? Verstanden, ja. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wie ist es passiert? Auf ihn wurde geschossen. Auf einem Parkplatz. Er saß im Wagen. Sie mir alles jetzt. Das Gesicht. Also, der Täter hat es anschließend zerschnitten. Lange Arme. Meinen Sie, da müsste man mal hier ein bisschen? Warum nicht? darf ich? Gern. Danke. Herr Dr. Kramer, Polizei. Dr. Steinhöfel hat die Klinik aufgebaut. Ja. Vor circa 25 Jahren. Das war nicht ganz einfach. Damals war die plastische Chirurgie ziemlich verrufen. Sie galt als mundän. Ist es nicht so? Nein, nein. Unsere Patienten kommen aus allen Schichten. Und wir haben viele Unfallopfer darunter. Dr. Steinhöfel hatte als Mann in Pfann schwere Gesichtsverletzungen. Kann es sein, dass ein Patient die Tat verübt hat? Weshalb? Ja, vielleicht das. Rache für eine misslungene Operation. Ärztliche Kunstfehler gibt es doch. Ja, das passiert schon mal. Gott sei Dank ist es bei uns noch nicht vorgekommen. Was denken Sie, wie es mit der Klinik weitergeht? Das entscheidet allein die Witwe. Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Chef gestern Abend war? Sind Sie das?
Ein Arzt im Kampfsport? Nein, das, ja. Das sieht nur so martialisch aus. In Wirklichkeit ist das eher gut, Aerobic. Wir trainieren im Fight Club. Stubbe. Überfall auf einen Straßenmusiker. Ihren Pass bitte. Ich bin Tourist. Ach, aus Neuseeland. Wie ist das passiert? Ich habe die Tür aufgeschlossen und dann hat mir jemand einen Schlag gegeben. Was war dann? Als ich wieder wach wurde, dann lag ich da. Na ja, immerhin haben Sie die Polizei verständigt. Nein, das war ich. Wohnte jemand bei Ihnen? Oh, manchmal ein Freund. Ihr Freund führt ein Tagebuch. Er heißt Nina Kotschenko. Eine Frau. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Okay. Ich habe ihr ein Zimmer überlassen. Sie kam vor einigen Wochen aus Russland und suchte ein billiges Wohnung. Und warum sagen Sie das jetzt erst? Sie wollte nicht. Heute Nacht kam sie ganz aufgeregt nach Hause und ist aber auch gleich wieder davongerannt. Wissen Sie, wo Frau Kotschenko sich jetzt aufhält? Nein, keine Ahnung. Nein. Nein. Klar. Kommen Sie mal mit. Na, kommen Sie. So, reden wir mal. Sie sind Alexei Saronin aus Russland. Wie Frau Kotschenko? Ja. Nicht anfassen. Wir warten noch auf die Spurensicherung. Und was mache ich denn hier? Frau Kotschenko wurde vermutlich Zeugin eines Mordes. Und ich will, dass Sie begreifen, was er ihr antun wird, wenn er sie vor uns findet. Wie? Ich habe ihr gesagt, wo es eine leere Wohnung ist. Und das sagen Sie mir auch. Polizei Hamburg. Frau Kotschenko? Ich bin von der Polizei. Glauben Sie mir doch, bitte! Ja. Lesen Sie. Wenn ich der wäre, den Sie erwartet haben, der wären Sie jetzt tot. Wie der Mann auf dem Parkplatz. Der Mann war gelegentlich hier. Ach, gestern auch. Herr Winter, genau. Das ist Herr Günther Winter. Er kam etwa einmal die Woche mit seiner Gattin. Günther stimmt. Aber der Mann heißt Steinhöfel. Dr. Steinhöfel. Und die Dame an seiner Seite war ganz bestimmt nicht seine Frau. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Nein, nichts. Wie lange sind die beiden geblieben? Herr Steinhöfel kam um 20 Uhr und hat um 22.10 Uhr wieder ausgecheckt. Irgendein Hinweis auf die Identität der Frau? Wir schnüffeln unseren Gästen nicht nach. Da mietet sich regelmäßig ein stadtbekannter Schönheitschirurg für einige Abendstunden bei Ihnen ein. Und Sie als Empfangschef wollen mir weismachen, dass Sie ihn nicht erkannt haben? Ich habe das Gefühl, dass wir mal die Praxis Ihrer Anmeldungen überprüfen sollten. Die Dame hat mal einen Umschlag mit Papieren liegen lassen. Bestellung von Schiffszubehör für die Firma Hanse. Na bitte. Warum nicht gleich so? Warum haben Sie sich nicht bei der Polizei gemeldet?
Sie sprechen doch Deutsch. Auf dem Parkplatz, was ist passiert? Stoß Lucilos. Pardon, mein Russisch ist etwas versickert. Wenn wir den Täter finden sollen, müssen Sie helfen. Sie Zeugen. Wer war der Tote? Ein Arzt. Chirurg, schöner Chirurg. Haben Sie den Täter erkannt? War es eine Frau oder ein Mann? Auf dem Parkplatz müssen Sie doch was gesehen haben. Ich denke, es war ein schwarzes Auto. Ich denke. Vielleicht wissen Sie die Uhrzeit, wann es geschah. 22.15 Uhr. Ich hatte gerade auf die Uhr geschaut. Gut. Wir gehen jetzt auf den Parkplatz. Also gut. Ich besorge Ihnen ein anderes Quartier. Sieht zwar aus wie eine Zelle, ist aber dafür garantiert sicherer als hier. Nein, danke. Ich fühle mich hier besser. Oh, Sie sind ganz schön starrsinnig. Ich habe gelernt, wie man überlebt. Ja. Und dass man anderen nicht trauen darf. Chirurgen Dr. Steinhöfel. Ein Fußgänger entdeckte in den frühen Morgenstunden die Leiche und verständigte die Polizei. Laut Aussage des Mannes war das Opfer übel zugerichtet. Über den Täter und seine Motive gibt es bisher noch keine Erkenntnisse. Und nun ein Blick auf das Wetter. Wo warst du heute Nacht? Wo? Immer, ich bin gelaufen. Er wurde ermordet. Ja, das habe ich gehört. Ich gehe mal, hm? Wilfried, was ist denn? Ich bin's. Was suchen Sie? Ein Kätzchen. Das muss ich hier verloren haben. Gut. Ich suche und Sie essen, ja? Ich suche. Aufgegangen. Das ist mein Sohn Misha und meine Mama. Schön.
Wollen Sie mal versuchen? Das kann nicht gehen. Das ist verbogen. Ich mach das. Lebt sie sich so als Musikerin hier? Mit dem Geld, was ich hier in Deutschland verdiene, ernähre ich meinen Sohn und meine Mama in St. Petersburg. Fehlt Ihnen nicht das Kind? Das ist ein wunderbares Alter. Es muss sein, ist nicht für immer. Ich hasse Straßenmusiker. Warum? Weil ich Musik liebe. Sie war am Konservatorium und hat danach in einem Orchester gespielt. Umso schlimmer. Sie weiß, was sie tut. Ich hätte sie eingesperrt. Was? Wegen der Musik. Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie das? Ja, als Oberleutnant zur See bei der Bundesmarine. Aber es ist schon eine Weile her, das Baby hat jetzt ein eigenes Boot. Na, hoffentlich kein Kreuzer. Nee, eine Jolle. Kriminalhauptkommissar Zimmermann, mein Kollege Stürbe, wir würden gern mit Ihrer Frau sprechen. Ja, natürlich. Marianne, kommst du mal? Moment bitte. Die Herren sind von der Polizei, sie wollen zu dir. Frau Hansen, es geht um... Ich weiß. Ich hab's im Radio gehört. Warten Sie. Matthias, du solltest dabei sein. Es geht um den Tod von Dr. Steinhöfel. Sie wollen wissen, ob ich den gestrigen Abend mit ihm verbracht habe. Mhm. Ja, ich war mit ihm zusammen. Das bedeutet, Sie hatten eine Beziehung mit Dr. Steinhöfel. Ja, seit einigen Monaten. Ich hatte im letzten Jahr einen schweren Autounfall. Mein Gesicht war entstellt. Ich konnte nicht mehr unter Menschen gehen, nicht verkaufen. Und er hat es mir wiedergegeben. Er war, für mich war er wie ein Gott. Herr Hansen, wussten Sie davon? Nein. Ich hatte nicht die Kraft, es meinem Mann zu sagen. Und ohne sie hätte ich es vielleicht nie gewagt. Es tut mir leid. Herr Hansen, ich muss Sie trotzdem fragen, wo waren Sie gestern zwischen 22 und 23 Uhr? Im Yachthafen. Sie können fragen, da hat mich bestimmt jemand gesehen. Na Jungs, ist hier noch Platz? Doch nicht etwa. Nein, aber dein Vater. Ich vermute, er hat eine Beziehung. Eine Beziehung? Ja, er hat vorhin seinen Schlafsack geholt. Da kann man sich doch vorstellen, was das für eine ist, nicht? Na, warte doch erst mal ab. Warten, warten. Ich weiß ja gar nicht mehr, was hier los ist. Wir kriegen das schon raus, Charlie. War besser, er kümmert sich um sich als um mich. Willst du einen Kaffee? Nein, einen Schnaps.
Also, wenn Frau Steinhöfel davon wusste, dass sich ihr Mann immer mit einer anderen Frau traf, dann hätte sie auch ein Tatmotiv. Ja, ja, Herr Kollege, ich weiß, das widerspricht Ihrem bemerkenswerten Bauchgefühl. Aber den Zusammenbruch neulich kann die Frau auch wunderbar gespielt haben. Na gut, wir werden es nicht außer Acht lassen. Einverstanden? Dr. Kramer und die Frau vom Chef. Oder werde ich mir doch gleich mal das Alibi von diesem Kramer ansehen? Meinetwegen. Dr. Kramer, er wollte mir sein Beileid aussprechen und, ich denke, er wollte auch... Maria, danke. Ich denke, er wollte auch wissen, wie es mit der Klinik weitergeht. Und wie geht's weiter? Ich weiß es nicht. Wollen Sie sich setzen? Gibt es jemanden, der vom Tod Ihres Mannes in besonderer Weise profitiert? Nein. Niemand. Ich? Kennen Sie das Testament? Nein. Ich war heute noch nicht beim Anwalt, aber wenn Sie möchten, dann... Geben Sie uns bitte Bescheid, wenn es eine Auffälligkeit gibt, ja? Wie war Ihre Ehe? Meine Ehe war sehr harmonisch und wir haben in großem Einverständnis miteinander gelebt. Warum fragen Sie mich das? Nach unserem bisherigen Erkenntnisstand hat sich Ihr Mann regelmäßig mit einer anderen Frau getroffen. Ach so. Ich wusste das nicht. Ihre... Man kann sich täuschen. Frau Steinhöfel, wir müssen leider auch Ihr Alibi prüfen. Was haben Sie gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr gemacht? Ich war hier zu Hause. Ja, Sie können gerne meine Haushälterin fragen. Ich habe meinen Geburtstag vorbereitet. Backen, kochen und... Danke, danke schön. Das war dein Verrückter. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er ein Mörder ist? Oh, Tom, tut mir leid. Ich wäre beinahe für dich gestorben. Schöner Tod. Lass das. Hast du ihn erkannt? Nein. Warum fragst du? Kannst du das bitte Alexei geben? Das muss noch diese Woche in St. Petersburg sein. Schon wieder Medikamente? Dealst du damit? Ich brauche ein Akkordeon. Was? Ein Akkordeon. Wozu? Wozu? Zum Spielen. Nina, hier wird er dich finden. Nein, ich werde ihn finden. Dr. Kramer war da. Von 20.14 Uhr bis 22.55 Uhr. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Was ist mit Chrissy? Kommt gleich. Na, immer wieder in die Stube. Tschüss. Aha, tschüss. Kommen Sie ruhig rein. Können Sie mal kurz die Kleine nehmen? Weil ansonsten schneide ich Ihnen gleich ein Fingerchen ab. Oh, das wäre ja schade. Na komm, Prinzessin. Wollen wir Pferdchen spielen oder wollen wir tanzen? Pferdchen spielen. Dann aufgesessen und hopp, Reiter. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Machen Sie sowas öfters? Mhm, so oft es geht. Jede Minute zählt. Es gibt aber keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Nutzen solcher Kuren. Oh, das ist mir egal.
Kurzfristiger Nutzen reicht mir auch. Schönheit ist nicht alles. Hat Ihnen das nicht Ihre Mutter gesagt? Nein, da habe ich was anderes gelernt. Die Schönen haben es leichter im Leben. Und das ist übrigens wissenschaftlich erwiesen. Würden Sie sich dafür auch operieren lassen? Oh, der Kommissar ermittelt in dieser Sache mit dem ermordeten Schönheitsfuzzi. Stimmt doch, oder? Wie kommst du darauf? Ach, so siehst du also aus, wenn du einen Enkel hast. Nicht schlecht. Danke für das Kompliment. Aber dafür kannst du dir Zeit lassen. Ich habe gewusst, dass du kommst. Und, warum meldest du dich nicht? Hast du was zu essen mitgebracht? Ja, aber neulich, da hast du gesagt... Also nicht, dass du mich jetzt vernachlässigst. Mhm. Ich habe was gemacht. So. Wir zwei gehen uns jetzt mal waschen. Soll ich mitkommen? Ja, gerne. Ganz schön helle, deine Freundin. Mhm. Journalistin. Oh, lass uns jetzt nicht über meine Zukunft reden, okay? Ich wollte ja auch nur vorbeikommen und guten Tag sagen. Und hast du noch die dicke Isomatte? Dass Sie keine Angst haben? Ich habe Angst, aber Mut habe ich mehr. Das Leben ist nur etwas für die Mutigen. Klare Tage behalte ich, dunkle gebe ich dem Schicksal zurück. Das sagt man nur, wenn man sehr jung ist. Diese Musik habe ich von meinem Sohn bekommen. Alles Schöne geht so schnell zu Ende. Am Abend rufen uns die Lichter schon. Das Leben ist wie eine störrische Freundin. Aber ich werde weiter den Rücken gerade halten. Von Morgenrot bis Abendrot. Die heiteren Tage behalte ich für mich. Die düsteren gebe ich dem Schicksal zurück. Die Batterien sind alle, entschuldige. Für alle Fälle meine Handynummer. Ich gehe. Danke. Wofür? Dass ich schlafen konnte. Ihnen helfen? Ja.
Wissen Sie, ob Herr Hansen vorgestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr hier war? Warum sollte ich? Kriminalhauptkommissar Zimmermann. Ach so. Tja, also wann? Ich glaube, ich habe es hinten gesehen. Papa wollte es noch mal angucken. Wo war er eigentlich heute Nacht? Alles klar. Danke. Und gerade Mathe. Aber sag nicht, du warst im Dienst. Dein Kollege Zimmermann hat bereits angerufen. Charlotte, da ist nicht, was du denkst. Irgendwann musste das ja passieren. Und wer ist die Auserwählte? Das könntest du mir ja vielleicht sagen. Da gibt es keine Auserwählte. Aber komm mir nicht mit so einem jungen Ding ins Haus, ja? Oder war es ein One-Night-Stand? Jemand anderes. Morgen. Sie sind zu spät, schlecht rasiert, etwas unausgeschlafen. Das gefällt mir. Ich war noch unten in der Technik. Gibt's denn heute kein anderes Thema? Doch, ich habe Hansens Alibi überprüft. Zur Tatzeit brannte Licht in seiner Kajüte, aber gesehen hat ihn keiner. Was hat denn eigentlich Dr. Kramer während der Tatzeit gemacht? Sie wollten das doch überprüfen? Er war tatsächlich in seinem Fight Club. Ist das der Bericht der Ballistik? Ja, die Kugel, die wir im Baum gefunden haben und die, mit der Dr. Steinhöfel erschossen wurde, stammt aus der gleichen Waffe, eine 9mm Parabellum. So ein gängiges Kaliber. Ja, besonders bei der Bundeswehr. Vielleicht sollten wir in der alten Dienststelle von Hansen noch mal nachfragen. Gut. Gibt's was Neues vom Wagen des Täters? Wie denn? Hat unsere Akkordeonspielerin ja auch eine geniale Beschreibung abgeliefert. Was haben Sie gegen unsere Zeugin? Nichts. Ich frage mich nur, was sie ja will. Geld verdienen und für ihre Familie sorgen. Na klar. Herr Kollege, ich bewundere Sie. Sie haben für jeden Menschen ein Herz. Hauptsache, er ist arm. Was stört Sie an Nina? Nina? Sie nennen sie beim Vornamen. Frau Kutschenko eben. Sie nimmt doch niemand was weg, oder? Doch. Wissen Sie, wie schön die Hamburger Abende waren, bevor Horden von Straßenmusikern die Stadt erobert haben? Ja. Schicken Sie sie hoch. Wir bekommen Besuch. Karin Schulz. Ach. Wie war der Kindergarten? Gut. Schön. Hey, danke. Soll ich die nehmen? Komm schon. Toller Job. Naja, wenn du täglich hier in der Mühle bist, siehst du das anders. An was arbeitest du gerade? Schönheitschirurgie. Ist jetzt das neue Thema wegen des Mordes an Dr. Steinhöfel. Sag mal, kannst du nicht bei deinem Vater rauskriegen, wie der Stand der Ermittlungen ist? Soll ich spionieren? Sag mal, bist du irre? Doch nicht spionieren. Ich würde es recherchieren nennen. Nee, lass mal. Da gehe ich lieber kellnern. Ja,
Maria, bei mir hat sich eben jemand aus einer Selbsthilfegruppe gemeldet. Der behauptet, dass da auch eine Frau war, die von Steinhöfel bei einer OP versaut wurde. Eine Gabi Korn. Danke. So, bitte. Danke. Es geht um einen Vorfall. Das war vor 2 Tagen, also an dem Tag, als Dr. Steinhöfel umgebracht wurde. Und? An dem Tag kam ein Mann in die Klinik und wollte Dr. Steinhöfel verprügeln. Ich bringe ihn um, hat er gesagt. Er hat getobt. Wir haben ihn kaum halten können. Zu viert. Und haben Sie die Polizei geholt? Nein, der Chef wollte das nicht. Ach, deshalb haben Sie uns gestern von dem Vorfall nichts erzählt. Wer war der Mann? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber seine Verlobte war Patientin bei uns. Sie hat eine Korrektur von Nase- und Wangenknochen vornehmen lassen. Nach der OP gab sie dann vor, seit dem Eingriff Schmerzen zu haben. Das hat ihn so aufgebracht. Ach, das mit den Schmerzen stimmte gar nicht. Kann es sein, dass Dr. Steinhöfel bei der OP einen kleinen Fehler gemacht hat? Wenn, dann hat Dr. Kramer den Fehler gemacht. Er war der Operateur. Der Chef hat Dr. Kramer vor einigen Jahren aus einer Klinik in Regensburg geholt. Ich denke, Dr. Kramer hätte deswegen sehr dankbar sein müssen. Warum sollte er dankbar sein? Man hat ihn in Regensburg entlassen. Mhm. Wegen eines ärztlichen Kunstfehlers. Dr. Kramer hat nie verstanden, was der Chef ihm dafür eine Chance gegeben hat. Na ja, das kann man ja auch anders sehen. Durch den Vorfall in Regensburg hatte Dr. Steinhöfel Dr. Kramer ja fest in der Hand. Wie war der Name der geschädigten Patientin? Ich bin zum Schweigen verpflichtet. Sie wissen doch, dass ich Ihnen den Namen der Patientin nicht sagen darf. Aber ich weiß, wen Sie meinen. Und ich kann Ihnen definitiv sagen, ich habe diese Frau nicht operiert. Ich habe nur assistiert. Kann es sein, dass Ihr Name immer herhalten muss, wenn etwas schief geht? Sind auf die Idee. Dr. Kramer, seien Sie doch ehrlich. Sie waren ein Spielball der Willkür Ihres Chefs. Und irgendwann war die Situation so unerträglich, und Sie haben Ihren Chef, Dr. Steinhöfel, umgebracht. Und um uns auf eine andere Spur zu lenken, haben Sie dem Toten das Gesicht zerschnitten. So als wäre der Mord die Rache eines geschädigten Patienten. Nein, das habe ich nicht getan. Bestreiten Sie, dass es Spannungen gab zwischen Ihnen und Steinhöfel? Spannungen gibt es immer mal. Dr. Steinhöfel war ein wunderbarer Arzt und Chef. Und er hat die Geschichte von Regensburg nie ausgenutzt. Außerdem habe ich Ihnen doch gesagt, dass ich am fraglichen Abend im Fight Club war. Was ist mit der Patientin passiert? Ein ärztlicher Kunstfehler? Sie hat es unterstellt. Vor allem ihr Verlobter. Aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau nach allen Regeln der ärztlichen Kunst operiert wurde. Trotzdem hat sie eine postoperative Schmerzsymptomatik eingestellt. Aber das kommt vor. Leider. Der... Ja? Verlobte, der hier randaliert hat, heißt Klaus Blumberg. Was gibt's? Es war die Staatsanwaltschaft. Hansen ist denen ein Begriff. Er gilt als gefährlich. Warum? Es gab einen bösen Vorfall bei der Marine. Ach. Hansen hat einen Matrosen mit seiner Dienstpistole bedroht und wurde nach einem Verfahren entlassen. Wann war das? 13 Jahre her. So, dann befragen Sie noch mal den Hansen. Ich kümmere mich inzwischen um den Blumberg. Der ist nicht da. Ich bin seine Verlobte. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, kommen Sie rein. Ich habe mich bei Dr. Steinhöfel operieren lassen. Seitdem habe ich Schmerzen jeden Tag, jeden Augenblick. Auch unter Medikamenten. Frau Korn, darf ich? Bitte. Warum haben Sie sich operieren lassen?
wollte schön sein für unsere Hochzeit. Meine Nase war dick und hässlich. Ich dachte, sie ist an allem schuld, was in meinem Leben schief geht. Klaus hat mir die OP geschenkt. Das war mein größter Wunsch. Aber dann musste ich den Hochzeitstermin absagen. Kann es sein, dass Ihr Verlobter Rache an Dr. Steinhöfel genommen hat? Wo war er vorgestern Nacht? Hier. Er kam um 20 Uhr und blieb die ganze Nacht. Und wo ist er jetzt? Spazieren. Er geht immer spazieren. Hat er keine Arbeit? Nicht mehr. Entschuldigung, haben Sie auch die kleinen Batterien für einen Walkman? Ja, haben wir. Mein Mann ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Er hat sich auch bei unserer Tochter nicht gemeldet. Und an ihr hängt er sehr. Warum haben Sie uns nichts von diesem Zwischenfall gesagt? Welcher Zwischenfall? Bei der Bundesmarine. Aber das hat doch mit Steinhöfel nichts zu tun. Und ist ewig her. Hören Sie mal. Ihr Mann hat einen Matrosen mit der Waffe bedroht. War er ansonsten auch gewalttätig? Ja, manchmal konnte er sich schlecht... Besitzt Ihr Mann eine Waffe? Nein, hat ja keinen Waffenschein mehr. Aber ich habe eine Pistole. Ach. Nur zur Sicherheit. Kann ich die mal sehen? Die Pistole. Was für ein Modell ist es denn? Ich weiß nicht. Mein Mann hatte sie ausgesucht. Warten Sie, ich gehe sonst nie an den Tresor. Und? Wo ist sie? Nein, mein Mann ist kein Mörder. Ich habe ihn sehr verletzt. Er wusste doch nichts davon. Weshalb also sollte er Steinhöfel umgebracht haben? Das wird sich klären. Wenn er sich meldet oder wenn Ihnen irgendetwas auffällt, dann rufen Sie uns bitte sofort an. Ich wollte dich doch nicht bitten, deinen Vater auszuhorchen. So? Das klang eigentlich ganz eindeutig. Okay. Manchmal gehen die Pferde mit mir durch, aber das kommt doch nur, weil mir der Job solchen Spaß macht. Weißt du, ich habe mir überlegt, also, wenn du willst, dann helfe ich dir da mal reinzuschnuppern. Naja, vielleicht nicht gleich schreiben, aber was hältst du davon, wenn ich dich ab und zu mal mitschleppe? Recherche, Interviews. Hm? Ich kann es mir immer durch den Kopf gehen lassen. In einer Stunde habe ich Schichtwechsel. Nina, ich bring nur Batterien. Nina? Nina? Genug? Nein, wir gehen woanders hin. Warst du schon immer so? Vor 10 Jahren lebte ich in einer heilen Welt.
Meine Freunde waren Bach, Brahms und Schostakowitsch. Was ist da so Schlimmes passiert vor 10 Jahren? Nichts Schlimmes. Da habe ich meinen Sohn Mischenka bekommen. Und seitdem kann ich auch kratzen und beißen wie ein Tier. Aber das, was du jetzt vorhast, ist gefährlicher. Sie waren doch mal in einer Selbsthilfegruppe. Einer aus der Gruppe hat uns erzählt, dass Sie von Dr. Steinhöfel behandelt wurden. Wer macht denn sowas? Wenn Sie wollen, gehen wir wieder. Ja, bitte. Was bewegt Sie, wenn Sie an Dr. Steinhöfel denken? Schon gut. Ich denke nicht an Dr. Steinhöfel. Schon lange nicht mehr. Ich denke an Klaus, meinen Verlobten. Er ist meinetwegen zu mir geboren. Wie? Ich bin an allem schuld. Willst du damit sagen, dass dein Verlobter der Mörder von Dr. Steinhöfel ist? Er tat immer so, als wüsste er nichts von meinem Verhältnis zu Steinhöfel. Das war gelogen. Er hatte längst eine Privatdetektei eingeschaltet. Es ist ekelhaft. Ich habe Angst. Und Sie haben keine Ahnung, wo sich Ihr Mann zurzeit aufhält? Auf der Yacht. Gibt es ein Ziel, was er gerne ansteuert? Ich bin nie mitgefahren. Ich habe das Boot gehasst. Immer das Boot. Hier ist Zimmermann aber bereit. Immer nur das Boot. Gibt es was Neues über die Yacht, Hansen? Jede freie Minute steckt er in das Boot. Die Yacht ist vor 2 Stunden ausgelaufen. Ich weiß, Sie haben viel verloren. Aber denken Sie an Ihr Kind, das Mädchen braucht Sie. Irgendwann könnte die Jolle zu klein sein und dann will sie wissen, wie man große Pötte fährt. Hm? Weißt du, was wir da rausgekriegt haben? Das ist ein irrsinnig guter Aufhänger. Gabi Korn hält ihren Verlobten für einen Mörder. Ist doch nicht dein Ernst. Was? Das willst du doch nicht veröffentlichen. Ein Foto habe ich nämlich auch. Chrissy, das wird natürlich alles so verändert, dass keiner weiß, um wen es geht. Du musst erst mal überprüfen, was die gesagt hat. Außerdem ist sie krank und völlig überspannt. Na gut, wir reden heute Abend noch mal ganz in Ruhe, ja? So schnell passiert sowieso nichts. Chrissy! Kannst du dich vielleicht um Lea kümmern? Ich muss noch mal in die Redaktion. Danke. Wir haben einen Krankenwagen bestellt. Morgen ist er wieder voll da, dann haben wir ihn. Mal sehen. Woran zweifeln Sie denn jetzt schon wieder?
Zweifle nicht. Ich überlege nur, was wir tatsächlich gegen ihn in der Hand haben. Wann sind wir an Land? Das dauert. Sie können einem ja Mut machen. Das ist doch... Stopp! Zurück. Warum machen Sie das? Warum? Ich brauche das Geld. Geld, immer nur Geld. Denken Sie auch mal an Ihr Kind? Ich denke ja an mein Kind. Deshalb spiele ich. Aber das verstehen Sie nicht. Das verstehe ich doch. Und unter normalen Umständen ist das auch kein Problem. Aber Sie sitzen ja wie auf dem Präsentierteller. Wenn der Täter Sie hört, sind Sie erledigt. Oder wollen Sie das? Kommen Sie mit. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Geben Sie her. Steigen Sie ein. Danke. Das ist Nina, sie ist aus Petersburg. Und das ist Charlotte, sie ist meine Schwiegertante. Legen Sie ruhig ab. Legen Sie. Ich wusste es. Was? Ich wusste, dass du eines Tages mit einer Frau hier ankommst. Aber muss es so eine sein? Was ist sie? Gibt so nette Frauen in deinem Alter. Adrette Damen aus guter Gegend. Nina ist auch sehr nett und es ist nicht so, wie du denkst. Oh. Zwischen Nina und mir ist nichts. Guten Appetit. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe wieder. Nein, Sie bleiben. Und Ihre Frau? Die ist gestorben. Entschuldige. Wann ist sie gestorben? Vor 411 Tagen. Und die 411 Tage sind nichts gegen die Zeit, die ich mit ihr zusammen war. Na, setzen Sie sich da. Na, kommen Sie. Bitte. So, jetzt gibt es was, was Sie noch nie gegessen haben. Da. Königsberger Klopse. So, alles in Ordnung. So. Fernseher ist auch da. Na, kommen Sie. Ich muss noch arbeiten. Schlafen Sie schön. Danke. Warte. Deine Frau, starb sie an Krebs?
Hey. Was kochst du denn da? Überraschung. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, es ging schneller, als ich dachte. Stell dir vor, der Chef hat sofort den Druck gestoppt, um es noch reinzukriegen. Also das heißt für dich, wir reden abends noch mal. Ach komm, beruhig dich. Das... Chrissy! Was soll denn sein? Juristisch ist das alles kein Problem. Und menschlich? Du lernst damit umzugehen, mit dem, was bleibt. Erinnerung. Schaust du dir ihre Fotos an? Ich höre sie oft reden. Manchmal quasseln wir miteinander. Wir lachen auch. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Meine Mutter hat mir ein Pianino gekauft. Da war ich 5 Jahre alt. Ich war nicht mehr davon wegzubringen. Wäre es für dich leichter gewesen, wenn du gewusst hättest, dass sie stirbt? Nein. Und dein Sohn spielt er auch? Tja, sehr gerne. Aber ich hätte ihm nicht erlaubt, dass er Musiker wird. Warum hätte? Entschuldige, mein Deutsch ist schlecht. Er soll etwas Vernünftiges machen. Und dann wird er nach Amerika gehen und ein berühmter Mann werden. Morgen. Morgen. Was machst du denn hier? Oh, das ist nur eine Notlösung. Eigentlich wollte ich an meinem Bett schlafen. Schlaf noch ein bisschen. Wenigstens ihren Namen hättest du mir verraten können. Nina. Aber da ist nichts. Stört sie dich? Nee. Nicht so lange wir reden können. Wir reden doch. Hat Maria das geschrieben? Ja, aber ich war mit auf der Recherche. Konnte es nicht verhindern. Mit diesem Artikel behindert deine Maria. Unsere Ermittlungen stürzt Gabi Korn ins Unglück. Ich weiß. Ich hoffe, du begreifst jetzt, woher meine Vorbehalte gegenüber Journalisten kommen. Aber ich werde es anders machen.
Ich habe mich entschieden, Journalistin zu werden. Vielleicht gerade, weil das passiert ist. Mama hätte sich. Sie hätte sich gefreut. Ich bin auch sicher, dass du das kannst. Also. Charlie. Oh, Chrissy, was machst du denn hier? Ich wollte mal wieder mit dem Hauptkommissar frühstücken. Und natürlich mit dir. Und die Dame mit dem Akkordeon? Sie schläft. Gut. Dann setzt euch, ich mach Frühstück. Ich hab keinen Bock, wohin. Was willst du fragen? Na komm, 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 Dienstwagen. Morgen, Herr Kollege. Sieht doch gut aus. Nie wieder. Hier, haben Sie das gelesen? Ja, für die einen ist es eine Story und für die anderen ein zerstörtes Leben. Aus der Klinik können auch nicht ernsthaft behaupten, dass ich Steinhöfel ermorden wollte. Ihre Frau behauptet das auch. Deswegen bin ich ja gekommen. Die Journalisten haben mir diese Aussage unterstellt. Sie wissen doch, wie sowas geht. Herr Blumberg, wo waren Sie am Abend der Tat? Das habe ich ja schon gesagt, ich war unterwegs. Das glauben wir Ihnen erst, wenn Sie uns einen Zeugen benennen können. Die Bilder. Entschuldigung. Sie war da. Wie? Herr Blumberg, das war's für heute. Wir melden uns wieder. Kommen Sie. Der rennt uns nicht weg. Kennen Sie den Ring? Ja, so einen trägt Frau Steinhöfel. Genau. Frau Steinhöfel hat aus ihrem Wagenhaus die Hansen beobachtet, ohne zu anders zur gleichen Zeit einen Privatdetektiv herumfotografiert. Ja, Frau Steinhöfel wusste, dass ihr Mann fremd geht und wollte jetzt herausfinden, mit wem. Genau. Мишенька, это мама говорит. Как дела? У меня все хорошо. В школе тоже все нормально. Да. Я тебя люблю. Когда ты приедешь, я скучаю. Фрау Штайнхёфель ist beim Sport. Die kommt frühestens in 2-3 Stunden zurück. Beim Sport? Ja. Das macht sie immer. Auch wenn es jetzt schwerfällt. Und wo? Sie geht in so einen Club. Aber fragen Sie mich nicht, wo der ist. Ich habe keine Ahnung. Nennt er sich Fight Club? Genau. Musik
ich nicht gleich gesagt, dass der Kramer und die Steinhöfler unter einer Decke stecken? Aber leider haben beide wasserdichte Alibis. Er war beim Sport und sie hat mit der Haushälterin ihren Geburtstag vorbereitet. Aber sicher ist, dass für Kramer die Affäre mit der Frau seines Chefs eine süße Rache gewesen wäre. Und irgendwann ist den beiden klar geworden, dass ohne Dr. Steinhöfel alles perfekt wäre. Sie kriegt das Geld und er die Praxis. Ja, Stuppe hier. Wilfried, Nina hat mit Russland telefoniert. Fast 5 Minuten. Ja, aber das ist ja kein Problem. Wenn du meinst. Es ist doch nur, weil ich mir Sorgen mache, Wilfried. Weißt du, man kennt sich ja nicht. Na ja, ist gut, dass du mir das aber gesagt hast. Gut. Tschüss. Ja, bitte? Ich bin es. Sie wissen schon. Geben Sie mir Geld und ich bin weg. Weit weg. 10.000, mehr nicht. Woher weiß ich, dass Sie nicht jeden Monat eine neue Forderung stellen? Sie können mir vertrauen. Sie müssen. Holen Sie sofort das Geld, geben Sie es in einen alten Briefumschlag und fahren Sie zum Hauptbahnhof. In einer Stunde rufe ich Sie wieder an. Dann sage ich Ihnen, wo Sie es ablegen müssen. Steinhöfel ist nicht da. Ganz sicher, sonst hätte ich sie ja bei mir im Computer. Also könnte es sein, dass Frau Steinhöfel Herrn Kramer kennt? Oh, bestimmt. Ja? Hier kennen sich eigentlich alle. Uns interessiert, ob es eine nähere Beziehung zwischen den beiden gibt. Eine Liebesbeziehung? Ja. Ist mir nie aufgefallen. Wenn Ihr Computer schon alles weiß, dann fragen Sie ihn doch bitte mal, ob die beiden zur gleichen Zeit trainiert haben. Ja. Das fällt auf. Die beiden waren meist gleichzeitig hier. Sie denn? Sie waren wie vom Erdboden verschwunden. Dankeschön, danke. Danke. Kommen Sie. Sie schulden mir eine Erklärung. Ha, alles fügt sich wunderbar. Frau Steinhöfel hat sich regelmäßig im Hotel eingebucht, meistens nach dem Sport. Zur gleichen Zeit war Kram im Fight Club, den er bis 23 Uhr laut Computer nicht verlassen hat. Ja, und? Ja, zwischen dem Hotel und dem Sportclub befindet sich eine Verbindungstür, die man nur mit einer Hotelkarte öffnen kann. Ach, Sie meinen, Frau Steinhöfel hat Ihnen Ihre Karte überlassen? Genau, mit der konnte er unerkannt den Sportclub verlassen und sich für die Tat aus dem Hotelzimmer umziehen. Anschließend fuhr er auf den Parkplatz und tötete Steinhöfel. Auf dem Rückweg war es genauso, nur umgekehrt. Perfektes Alibi. Ja, fast. Meine Damen und Herren, auf Gleis 2, bitte steigen wir in den Regionalexpress nach Kiel. Vorsicht an den Türen, der Zug fährt in Kürze ab. Wir wollen zu Dr. Kramer. Tut mir leid, Dr. Kramer hat alle Termine abgesagt und ist gegangen. Und Sie wissen sicher, wohin? Nein. Ja, stoppe hier. Deine Nina. Charlotte, das passt mir jetzt gar nicht. Aber sie hat mein Handy geklaut. Was? Ja, sie ist verschwunden und hat vorher noch ordentlich zugelangt. Fehlt noch was? Nein, ich glaube nicht. Ist der Prospekt der Klinik Steinhöfel noch da? Moment. Nein. Danke. Kommen Sie. Ich denke, dass Nina gerade dabei ist, eine große Dummheit zu machen. Was meinen Sie? Ich habe Angst, dass Nina versucht, Kramer zu erpressen. Dann müsste sie ihn ja in der Tatnacht gesehen haben. Na, davon können wir ausgehen. Sie hat sie die ganze Zeit zum Narren gehalten? Meine Damen und Herren, angeleitet 2, bitte steigen Sie.
Hallo? Hallo? Gehen Sie in Richtung U-Bahn. Was soll das? Sie machen, was ich sage. Sie müssen keine Angst haben. Ich will Ihnen nichts tun. Das ist ein Bahnhof. Was soll da passieren? Hören Sie, ich habe doch genauso ein großes Interesse, dass wir die Geschichte anständig über die Bühne kriegen. Nein, danke. Eine Begegnung mit Ihnen hat mir gereicht. Gehen Sie jetzt sofort in Richtung U-Bahn, sonst hole ich die Polizei. Hallo? Sie wird ihn dahin lotsen, wo Sie sich auskennen. Aber wo? Bei Stubbe? Ich bin's. Charlotte, ich brauche deine Hilfe. Ich muss rauskriegen, mit wem Nina in Russland telefoniert hat. Pass auf, so ein Telefon, das hat ein Gedächtnis und wenn... Mein Gott, hältst du mich für blöd. Der Apparat speichert die letzten 10 gewählten Nummern. Und die kriegst du gleich, Winfried. Hallo? Здравствуйте. Меня ja, зовут Stubbe. Да. Я друг вашей дочки Нина. Да. Gehen Sie zur Informationstafel. Sehen Sie den Papierkorb? Ja. Warten Sie. Stecken Sie den Umschlag wieder in die Tasche. Zerknüllen Sie ihn. Und jetzt? Jetzt steigen Sie in den Zug und werfen Sie den Umschlag ein. Gehört Ninas Mutter. Sie sagte, dass Nina versprochen hat, noch heute mit dem Zug abzureisen und dass sie das Geld für die Operation mitbringen wird. Welche Operation? Ninas Sohn Mischa hat Krebs. Seine einzige Chance ist die Operation bei einem Spezialisten. Aber die kostet 10.000 Euro. Wussten Sie das?
Stopp! Kommen Sie, Nina. Nina, er wird dir nichts tun. Er wird nicht zum zweiten Mal töten. Kommen Sie. Kramer, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie stehen in dringendem Tatverdacht, Dr. Steinhöfel ermordet zu haben. Stoppe! Hier! Vergessen, der Wagenschlüssel. Und das konnten wir Ihnen bisher nicht wiedergeben. In der Eile. Danke. Das gehört mir nicht. Entschuldige. Der nächste Zug fährt morgen früh. Ich warte so lange, wenn du willst. Sky? Was denn? Oh. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, что бы ни случилось, от зари до зари. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе, а я ясные дни
оставляя себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Und nächste Woche scheint für Stubbe alles aussichtslos. Kein Täter, keine Waffe, keine Spuren. Manchmal will man die Wahrheit nicht erkennen. Steht gleich wieder auf. Was ist denn hier los? Dann sollte man mal die Perspektive wechseln. Ich Hornochse. Mein Vater. Besondere Situation erfordern besondere Taten. Stubbe von Fall zu Fall. Nächsten Samstag wieder um 20:15 Uhr im ZDF.